Den Milan kenne ich relativ kurz, sehr, sehr kurz eigentlich. Fast nicht einmal vielleicht einen Monat oder so. Ein bisschen lauter. Ja. Kommen Sie einfach ein bisschen näher. Und kommst du ein bisschen näher. Und der Milan ist mir empfohlen worden von Philipp Konzert. Ich habe dort einmal eine Ausstellung von ihm gesehen, das ist gesagt, der vorne mit dem großen Buch, da war ich bei der Eröffnung, kannst du dich nicht erinnern, da ist mir das sozusagen die Qualität aufgefallen. Ja? Ich würde jetzt einmal sagen, da kommt man nicht so schnell heran, da ist man nicht gleich drinnen, weil einerseits ist es spannend, aber man braucht ein bisschen den Spiel. Ja? Und der Milan ist Architekt, ja? Der sieht das ganz anders, der macht Kunst auch anders. Ja, da kann ich nichts dafür. Ich habe keine Ahnung. Ja, da gibt es genug Platz, kommt einfach rein. Und kommt ruhig rein, wir sind schon außerhalb von Corona. Und diese Art, Kunst zu machen, das teilt er mit dem Gernhaus zum Beispiel, sehe ich mal so, ja. Ja, und mit einigen anderen. Architekten sind da ganz interessante Kunstkollegen, die man nicht unterschätzen darf, weil sie sind relativ robust psychologisch. Ja. Das heißt, die kannst du nicht vergrämen, beleidigen oder sonst irgendwie verjagen, die machen sich da ihr Plätzchen im Kunstmarkt oder im Kunstbetrieb, im Kunstmarkt. Auf jeden Fall war das die Gelegenheit und ich habe gesagt, zum Sommer, Ausgang, Einklang oder was weiß ich, ist das so ein Statement, wo jetzt die Kunst sehr kommerzialisiert worden ist und sehr, dass so eine Sache wie die Arbeit von Milan eigentlich ein interessanter Querschuss ist, den man sich einfach gönnt. Ja. Und nachdem ich das jetzt nicht so hochkommerziell sehe, das Ganze, sondern auch wirklich auch idealistisch, ist mir das auch sehr wichtig, dass dieser Teil von Milan seiner Arbeit, die auf intellektueller Ebene entsteht, nämlich in der Rede mit diesem Thema des Redens selbst. Ne? Die Demokratie, sagt er, zumindest ist ein gegenseitiges Widerreden und hat ursprünglich das Ziel gehabt, die allumfassende. Die Demokratie hat das nie das Ziel gehabt. Ja, wie sagt man, die Leute hätten das Ziel gehabt, dass sie alle glücklich waren. Genau. Und dann ist die Demokratie, das ist sein Theorem. Ja? Jetzt kenne ich das natürlich nicht in der Tiefe, aber ich erhoffe mir, dass wir vielleicht auch in der Diskussion, ich weiß nicht, so ein bisschen euch das zeigen können, dass diese Arbeit, die man hier sieht, ja, und dass die Videos, die man da hinten sieht, und die Reden und ihn zusammen. Er gibt dann so quasi das Produkt. Ja? Und leicht wird es nicht. Ja? Ich glaube, ein Versuch ist es wert. Bitte. Der Arbeitstitel von der Rede ist Redeverbot. Ist die neueste Rede, oder? Das Arbeitstitel. Das ist der neueste. Die letzte. Einiges ist bereits gesagt worden. Viel wurde geredet. Einiges wurde angesprochen, besprochen, angedeutet und grob dargestellt. Aber wir stehen heute da und nichts ist geklärt, nichts ist verdeutlicht, nichts ist offenbart. Die Sprache ist hier in der Demokratie unendlich. Die Sprache ist hier frei. Aber diese ist offensichtlich nicht die Heilung und brachte keine Wahrheit. Stattdessen, es herrscht Unruhe, herrscht Angst, es herrscht Ideenlosigkeit und hier herrscht Unzufriedenheit. Genug wurde agitiert, appelliert, bekehrt, beeinflusst, bevormundet, beraten, belehrt, wurde debattiert, diskutiert, disputiert, wurde eingeredet, geklagt und gestritten, würde geplappert, geschwätzt, gelernt, gepredigt und geschimpft, würde geschwafelt und nachgequatscht, würde propagiert, polemisiert, repliziert und suggeriert, würde unterhaltet, überredet, überzeugt, einiges würde aber verwechselt, würde eindeutig versagt. Es ist wieder einmal eine Situation und die Demokraten sprechen mit und nur über Schissautomaten. Ich habe davon geahnt und die Erinnerung geweckt, verteidige nicht die Demokratie,
nicht mit Bomben und nicht mit Gewalt. Das Ziel ist und das Ziel war doch die allumfassende Zufriedenheit. Bring das Gute, bring die Ruhe und den Frieden, bring keine Zerstörung, nicht den Krieg, auch nicht den Krieg mit dem Bild oder den Krieg mit dem Wort. Glaube an das Gute, sei edel, sei hilfreich und gut, oder du bist und bleibst ein wahrer, ein echter Demokrat. Und glaube, die Sonne ist auch ein guter Diktator und ein Tyrann, der da oben wohnt. Ich glaube, einer genügt. Aber natürlich auch der Mond. Es lebe die Mutter Natur und der Zentralfriedhof. Danke.